Jetzt kommt's. F für Licht. Ich dachte gerade, das ist irgendwie so ein Herzschlag oder sowas, aber das ist auch nicht besser. Warum? Warum muss das so unheimlich aussehen? Hier sind überall diese Kratzer drin. Geht's hier noch weiter? Oh, scheiße. Okay. Was haben wir hier? Eine Uta-Raptor-Karte, Speed 6, Power 7 und hier oben Level 1. Wir müssen diese Karten unbedingt nochmal unter die Lupe nehmen. Warum gibt's sowas nicht in echt zu sammeln? Ich will so ein Dinosaurier-Kartenspiel haben. Okay. Aber zum Glück habe ich keine Angst. Ich mache das mal für euch ein bisschen lauter. So. Safe wäre Pay to Win. Ja, nee, ich meine echte Karten zumindest physisch in der Hand halten. Das ist immer Pay to Win. Na klar, je mehr Karten du hast, umso bessere hast du wahrscheinlich auch. Hör auf, mich so zu erschrecken, Mann. Okay, und so Orte zum Verstecken sind auch nie gut. Das hat immer. Wo ist mein Licht überhaupt hin? Da. Das hat immer schlechte. Ne, ist ein schlechtes Vorzeichen. Ei. Ich schwöre, ich will da nicht hin. Ist der tot oder der schläft? Der atmet. Wie kann ich mich denn nochmal ducken? Das ist ducken, ne? Der Uta-Raptor. Schleiche dich an schlafenden Gegnern vorbei. Geh in die Hocke. Okay, Punkt. Darf ich immer mein Licht wenigstens benutzen, weil ich würde voll gern sehen, wo ich hinlaufe. Ich kann dem eigentlich auch einfach mal eine auf die Rübe geben, oder? Einfach so mit der Stange auf den Kopf hauen. Einfach verkloppen. Ja, genau, dachte ich mir nämlich auch eben gerade. Oh, die Musik, die macht mich auch fertig, ey. Ich muss wieder öfter mal Horrorspiele spielen. Was, Tobi geht nicht ins Wasser wegen dem Mac, aber haut dem Raptor einen rüber. Naja, gut, der Mac ist ja aber auch um einiges größer als so ein scheiß Uta-Raptor. Aus dem mache ich Hähnchenschenkel. War das eben auch schon da, das Rad? Ich bin gerade voll. Das weckt ihn. Ey, wenn der jetzt wirklich wach ist, deswegen. Der ist noch da. Als ob der jetzt aufsteht. Nee. Okay. Ich sag euch was, der kommt gleich eh noch angerannt und dann. Gleich sagt er Alan. Das wäre geil. Ich muss ganz. Halt's Maul! Oh Gott! Okay, die sind überhaupt nicht so stark. Oder was? Ich will wissen, ob das der von da hinten war.
Ja, tatsächlich, das ist der hier gewesen. Und der ist hier durchgesprungen wahrscheinlich. Na ja, tatsächlich. Okay, der war jetzt nicht sonderlich stark, aber der hat mir auch mit einem Schlag die Hälfte Rüstung abgezogen, sehe ich gerade, ne? Hauptsache, ich habe die Uteraptor-Karte, das ist das Wichtigste. Die Sammelkarten sind hier das A und O. Danach kommen erst die Leute dran, die ich hier eigentlich retten soll. Aber die Sammelkarten... Nein, ich speichere noch nicht. Ich habe nur 3 Speicher frei. Die Qual der Wahl. Was haben wir denn da noch rumfliegen? Noch mehr Credits. Ah, vielleicht bekommen wir auch noch so einen Händler irgendwie hier zu sehen, ne? Wie in Resident Evil. Okay, wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Museum. Wir gehen erstmal in die Zentrale. Es gibt keinen Strom. Natürlich gibt es keinen Strom. Okay, einen Dietrich habe ich auch noch nicht. Aber das finde ich gerade gar nicht so verkehrt. Das heißt, ich hoffe, die gehen auch nicht auf. Weil dann habe ich nämlich nur einen einzigen Weg, den ich gehen kann. Okay, scheiße. Wir können einmal hier durchgehen. Und noch da hoch. Dann checken wir doch erstmal hier oben die Lage ab. Diesen komischen, hier sind einfach Server noch drin. Diese Server scheinen alle einen Wasserschaden zu haben. Okay, gut. Die kann man also nicht mehr benutzen. Hier brauchen wir auch wieder einen Dietrich. Oh. Wir drücken einfach mal auf den... Ah, das war schon der Strom jetzt gewesen. Okay, easy. Es fügt sich alles zusammen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr ich hier gerade mache, umso schlimmer wird es gleich. Auch dass hier diese Haie, diese Versteckdinger sind. Wenn diese Raptoren alle nur einen Schlag mit der Axt hier bräuchten, wäre da nichts zum Verstecken. Oha. Das hier, Lieben, sind übrigens... MacBooks. Daran zu erkennen, dass die nicht kaputt gehen. Seht ihr das? Nochmal 50 Credits. Elon. Anspielung an Elon Musk? Man weiß es nicht. Die KI der Basis ist abtrünnig geworden. Was ist denn eine KI der Basis? Nach dem Stromausfall und der Aktivierung der Notstromaggregate von Elon, was irgendeine Abkürzung zu sein scheint, ein blutrünstiges Protokoll angenommen, das die entkommenen Anlagen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen heftig verteidigt. Obwohl es mir gelungen ist, es zu deaktivieren, ist nun die Hälfte unserer Systeme nicht mehr funktionsfähig. Ein Neustart der Elon erfolgt auf eigene Gefahr. Elon ist doch bestimmt wieder ein Codewort für irgend so eine komische Dino-Scheiße. Ja, wir gucken jetzt erstmal, was uns der Computer zu sagen hat. Hier ist auch nochmal ein Weg. Nee, da bin ich hergekommen. Die Tür da hinten war auch noch offen. Ich hab was. Du musst einfach kurz vorher drücken, weil dieser komische Punkt sich noch ein bisschen weiter bewegt. Oh, wir starten jetzt einfach gerade, Elon.
Soll das so sein? Good evening, Doctor. Oh, I see you're not the doctor. Running diagnostic. It would appear that we have catastrophic containment breach and flooding in all levels. Implementing additional lockdown measures. I'm sorry, intruder, but I cannot allow you to leave. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das war mein einziger Ausweg aus dieser Misere hier. Uiuiuiui. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Tür geöffnet? Ich gehe gerade nochmal kurz hier durch. Ich weiß nicht, ob da noch was Wichtiges hinter sein könnte. Biozugang. Speicherung. Man kann die Türen auch schließen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auch irgendwelche Viecher hier aussperren. Da kann ich aber auch noch hoch. Okay. Da drüben kommen wir wohl auch nicht durch. Um dieses fotografieren zu können, das war doch auch wieder falsch übersetzt, oder nicht? Da ist doch ein Schusssymbol oben drauf. Ja. Das war natürlich jetzt Bullshit. Ich muss da drauf schießen irgendwie. Aber ich habe ja keine Pistole. Ah. Dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Okay, Speicherung. Und wir müssen in das komische Geflacker rein. Ich kann den Namen nicht wirklich sehen, ich sehe nur die 98 im Hintergrund, aber auf jeden Fall herzlich willkommen hier live auf Twitch in der Dino-Hölle. Das Spiel hat was von Wolfenstein. Oh Gott. Ey Mann, ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Ich habe mir glaube ich gerade in die Hose geschissen. Ich habe Wolfenstein nie gezockt. Ach man, so Doppeltüren? Ey, was soll's? Erstmal hier alles abchecken. Da ist nix. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Da liegt ein Toter. Bitte hast du deine Waffe, bitte. Ja. So. Ich hab's ja gesagt. Jetzt haben wir sie hier. Oh, das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich einfach so richtig an, mit einer Waffe hier rumzulaufen. Hat der noch irgendwas dabei sonst? Nee, ne? Okay. Das ist das Richtige hier. Boah. Mit einem Schuss ist der weg gewesen. Aber lasst mich raten, bei denen... Da wird wahrscheinlich dann die schiere Anzahl, die auf mich noch zukommt, noch ein Problem werden. Auf Hilfe zu rufen! Ich hab's Gefühl, ich sollte noch eine Raptor-Karte bekommen. Wo ist die? Moment. Wo ist meine Velociraptor-Sammelkarte? Da? Nee, das ist nur ein Licht. Da gibt's hier wohl keine. Was schon leicht enttäuschend ist. Die Tür habe ich auf jeden Fall zugemacht gehabt. Möchte ich nur mal ganz kurz hier anmerken. Sie können aber anscheinend Türen öffnen.
Jetzt bist du John Wick, jetzt bin ich auf jeden Fall, jetzt bin ich overpowered, jetzt ist hier Feierabend. Dann fotografieren wir mal diesen Schalter da hinten. Okay, nachladen, auch auf R hier, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich spiele ja nicht häufig mit Tastatur, aber hier geht es irgendwie ganz gut. Obwohl ich sagen muss, ich hätte sogar lieber einen Controller angeschlossen jetzt gerade. Ich will... Was ist denn das Ding hier überhaupt? Kann man das irgendwie nach da unten setzen? So. Und die Waffe nach da oben. Obwohl, nee, wir machen das mal so. Ich glaube, diese Panzerung, die brauche ich zwischendurch nochmal irgendwie. Okay, die Pistole will ich aber auf die 2 setzen. Das ist so perfekt. Das heißt, ich kann hin und her switchen. Ja, so ist das doch geil. Alt zum Nahkampf. Ja, oder halt Mausklick. Bleibe ich lieber beim Mausklick. Okay, nochmal 50 von den Dingern. Was auch immer da hinten in diesem Glas drin rumschimmelt, sieht nicht aus wie ein Dinosaurier. Das hier ist der Quellcode. Hello, Intruder. You are in possession of Sierra proprietary property. I am therefore forced to take action. In front of you, you see one of our research subjects, a prototype variant of our Homo erectus rex. This mutant is not only strong, but poisonous as well. This variant is codenamed Goliath. He will hunt you no matter where you go. Good luck, Intruder. Haben die das Vieh? Ich kann euren Namen nicht lesen. Das, warte mal, ich muss den Alert mal irgendwo in die Mitte schalten. Der kommt einfach jetzt mal hier an die Seite. Auf jeden Fall herzlich willkommen hier. T-Films 2024. Schön, dass du am Start bist. Das Vieh hieß Human irgendwas Rex oder was? Und da haben wir den Dietrich. Perfekt. Das heißt, auch mit dem Dietrich kommen wir jetzt erstmal weiter. Und das Vieh hat mich eben gerade auch so ein bisschen Goliath, nee, mehr so an den Tyrant erinnert. Aus Resident Evil. Und ich wette, das wird auch so ein Vieh werden. Wir haben sogar die Safe Rooms von Resident Evil hier nachgebaut. Also mal bitte jetzt, ey. Wie geil ist es denn? Also ich bin ja auch ein riesen Resident Evil Fan, ne? Neben meiner Vorliebe für Dinos. Und muss wirklich sagen, diese Kombinationen hier von Resident Evil und Dinosauriern, das geht irgendwie schon, da geht irgendwie schon mein Herz auf. Das ist schon ganz geil. Das nehmen wir, wir haben sogar eine Box, ey. Nur der Safe Room Sound ist nicht ganz so geil. Der hätte auch besser gehen können, aber ansonsten geht mir da gerade echt das Herz auf. Ich finde das richtig cool. Da haben wir noch einen USB-Stick. Aber den kann ich hier einfach mal im Endeffekt hier rein... Nee, Moment. Das sind nicht immer Kisten da. Ich habe noch 4 Slots da unten frei. Ich würde einfach mal behaupten, das sollte erstmal reichen. Safe Room, tatsächlich, ja, sicherer Raum. Ich habe mehrere sichere Räume auf der Basis eingerichtet, um auf Hilfe zu warten. Diese Räume sind für Dinosaurier unzugänglich. Der Hunger ist mein derzeitiger Widersacher. Ich hoffe, es kommt bald Hilfe oder Lieferando. Ey, ich bin jetzt einfach Gott in dem Spiel.
Ich brauche die auf Platz 3 auf jeden Fall. Den Foto nehmen wir mal auf die Nummer 4. Was soll ich mal ablegen? Ich muss irgendwas ablegen. Aber noch haben wir echt genug Platz. Ja, komm. Ich muss es ausprobieren. Ach, einen Dietrich haben wir jetzt, genau. Wir haben jetzt den Dietrich gefunden. Okay. Aber ich glaube, ich sollte mal die Schuss hiervon nicht so krass verballern. Wenn das wirklich sich so stark weiterhin an Resident Evil hält, wie jetzt hier am Anfang die ganze Zeit, dann wird die Munition hier sehr wahrscheinlich knapp. Und ich will mal so sagen, so einen Spinosaurus killst du halt hiermit nicht. Munition sparen lese ich hier gerade schon. Denke ich mir nämlich auch mal. Echt, ich würde das Spiel hier nicht unterschätzen. Ich habe es jetzt zwar nur auf Medium, also auf Normal gestellt. Aber ich glaube, ich bin immer noch relativ am Anfang. Ich werde hier noch an die Hand genommen, habe ich das Gefühl. Es ist noch nicht das, was dann wirklich kommt. Kann ich hier noch irgendwas drücken? Anpassen. Kann ich hier noch irgendwas? Ah. Das war auf jeden Fall Glück, aber okay. Das kriegen wir hin. Denn wir haben ja noch irgendwo so eine Tür, wo wir nochmal mit diesem... Da ist noch irgendein Vieh drin. Wo wir nochmal mit diesem Dietrich ran müssen. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Sieht aus wie so ein Bergstollen. Was haben wir denn da? Hinweis. Bullaugenkontrolle, Ventile. Oh nein, da ist jetzt... Sag mir nicht, ich muss da jetzt rein. Ich will da nicht rein. Ventil? 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 Nee. Da oben läuft ja auch noch Zeit ab. Komm ich hier wieder raus? Ach nee, ey. Schneller, schneller. Ach du Scheiße. Okay, das sind auf jeden Fall jetzt die beiden, Oh Gott, schnell, 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 schnell. Boah, das war knapp. Was war noch übrig gewesen? 10 Sekunden oder so, ne? Ist hier alles auch noch unter Wasser gesetzt worden. Ach du Scheiße. Och, erzähl mir doch keinen Scheiß. Was ist das? Ist das dieser Menschensaurus-Dingste?
Okay, verzieh dich. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, ob der wirklich tot ist. Aber ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne? Also die Musik ändert sich zumindest schon mal nicht, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Ne, er läuft wieder da hinten rum. Schau, mein Freund. Und schnell weg hier. Hui. Antibiotika. Und da haben wir noch diese Punkte. Ich hätte voll gern noch so eine Sammelkarte, ey. Blaue Schlüsselkarte. Ich habe nicht gesehen, wo die rein müsste. Müssen wir jetzt nochmal ein bisschen rumgucken hier. Ich weiß auch nicht, ob der Typ so eine Stalker-Funktion hat und jetzt andauert in der Meer rennt. Oh Gott! Okay, 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 okay. Ey, die haben einfach meine Panzerung schon kaputt gemacht, ne? So viel zum Thema, es ist zu leicht. Ich glaube, das wird noch echt böse werden. Das hier war die Panzerung gewesen, glaube ich, ne? Ja. Drei Angriffe hat mir eine gesamte Energieleiste quasi abgezogen. Ich höre doch wieder was. Komm, ey. Ich... Oh! Da sind wir noch gar nicht gewesen. Das ist jetzt hier das Museum. Und scheinbar kommt dieser Krawallkerl hier nicht hinterher. Sierra. Science finds a way. Ist der Spruch... zufällig geklaut worden von irgendeinem Film, den wir alle kennen? Von einem Franchise? Das bald einen neuen Film bekommen wird? Life finds a way, richtig. Richtig. Ich habe hier einfach in die Beschreibung reingeschrieben, Jurassic Park trifft auf Resident Evil 8. Dass ich damit aber so krass recht habe, wusste ich auch nicht. Safe Room Resident Evil, wir haben einen Stalker Resident Evil, hier die ganzen, oder der erste Jurassic Park Indiz eben, Dinosaurier auch noch, klar, Jurassic Park. Prehistoric Kings. Man's Wonder. Der Spruch von Ian Malcolm kopiert, der halt tatsächlich, ne? Aber das sieht hier schon echt schön aus. Das wäre jetzt so ein Ding, das hätte ich mal sehr gerne in VR gesehen. Ist das hier der T-Rex? Oh! Spinosaurus Oberschenkelknochen. Ah ja. Ich sehe schon, worauf das hier hinausläuft. Triceratopsknochen. Okay, kann man da auch rein? Nee. T-Rex-Zähne. Nee, Zehe. Entschuldigung, nicht Zähne, sondern Zehe.
Das hat mir so ein bisschen an dem Jurassic World Alive-Spiel gefehlt, wenn ihr euch daran noch erinnert. Da haben wir ja auch so Ausstellungen von Dinosaurierknochen und sowas gehabt. Man konnte aber, glaube ich, nicht die einzelnen Teile davon so, ja, so inspizieren. Ja, hier geht auch nicht alles leider, aber ist schon ganz cool. Mammutschwanz. Aber ich frage mich, was diese Sierra-Organisation hier wirklich vorgehabt hat. Also was war denn ihr Grundgedanke bei der Erschaffung von Dinosauriern? Noch eine T-Rex-Zehe. Spinosaurus-Knochen wieder, oder? Ne, Mammutknochen diesmal. Das sind wieder die Zehen. Da ist auch ein Mammutkopf. Ah ja. Na, da sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Den guten Kollegen. Mammutschwanz. Es könnte sein, dass wir uns dem Spinosaurus jetzt doch eher nähern, als ich gedacht habe. Und noch ein Bild vom Tyrannosaurus Rex. Ich schätze mal, dass die Entwickler aber auch so kleine Jurassic Park Fans gewesen sind, ne? Da ein T-Rex-Bild, da ein Spino-Bild. Das wird schon kein Zufall sein. Da ist nochmal der... Ey, er ist wirklich ein Stalker in dem Spiel. Ich hasse Stalker wie die Pest, ey. Ah. Stalker in Spielen ist wirklich das Letzte, was man braucht. Ich dachte gerade, ich wurde erwischt. Ja, das Vieh nervt halt wirklich. Ey, ich finde Stalker in jedem Spiel so übertrieben knackt eigentlich. Läuft der weiter auf mich zu, wenn ich das hier lese? Ja, tatsächlich. Jack, survive. Mission is still on. Find the sea resource code hard drive. Remember, the objective is to recover all three. Keep your eyes open. I don't want any surprises. Boah, seht ihr da oben, was ich gesehen habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Gott, aber ich habe eine Idee. Das hier oben sieht doch aus wie ein Slot für eine blaue Karte. Ich habe doch... Oh, da ist noch ein Dings. Lasst uns mal ganz kurz hier speichern. Einfach mal, weil es gerade ein bisschen lästiger wird. Habe ich jetzt schon gespeichert? Ja. Boah, Junge. Lasst mich da mal kurz an die Kiste nochmal oben dran gehen. Und mit diesem Fahrstuhl können wir jetzt, glaube ich, sogar nach oben fahren. Nee, Moment, da will ich gar nicht hin. Okay, hier kann er aber nichts machen. Das ist doch schon mal sehr gut. Was ist das hier? Kann man das nicht lesen, was das sein soll? Ja, ich würde nämlich das hier gerne darüber setzen, genau so. Ja. Soll ich mal ein Foto von diesem Ochsen da machen? Wo ist der? Wo ist der hin? Hey Godzilla-Fan 3000, schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen. Ist der jetzt tot? Dann mache ich eben doch kein Bild von dem. So, hat er jetzt davon. Ja. Ist der unsterblich oder was? Ey, ein Stalker ist eigentlich unsterblich, ja, und verfolgt dich im Spiel die ganze Zeit. Was für ein chilliger Aufzug.
Sowas hätte ich auch gern. E drücken zum Hochfahren. Nee. Moment. Mach das wieder zu, bevor dieser Citroklotz wieder auftaucht. Etage. Im Labor waren wir schon, oder? Einfach mal ausprobieren, ganz kurz. Was, die Gehege, meinst du? Ja, ich bin mal gespannt. Aber müssten die Gehege nicht da sein, wo ich herkomme? Weil... Oder? Nee. Was hat er am Funkgerät gesagt? Ey, ich weiß es nicht. Irgendwas mit 3 hat er irgendwas erzählt. Irgendwie ist mit Hohle 3 oder so ein Kram. Aber dann kam ja diese andere Spinne an, da habe ich es noch nicht gehört. Weil ich dann gerade um mein Leben rennen musste. Oh nein, nicht schon wieder sowas hier. Komm, ey. Also, ich kann euch jetzt ganz kurz noch was verraten. Und zwar eigentlich wäre jetzt mit dem Aufzug in der Demo, bist du mit dem Aufzug direkt vor den Spinosaurus gefahren worden. Da hast du die Option gar nicht erst gehabt, wo du hin willst. Aber die haben wir jetzt halt hier bekommen, diese Option. Was ist da? Au! Aha! Und da können wir dann unsere... Da ist sogar ein Eurozeichen, wie süß. Unsere Euro jetzt verbraten. Obwohl hier Dollar sind, aber das ist ja auch wurscht. Was muss denn hier für eine Munition rein in dieses Teil, würde ich mal ganz gern wissen. Gewehrmunition, das müsste das hier sein, ne? Oh. Das war das Falsche. Spitze. Das hier wird sein. Ja, das war das Richtige. Okay, dann haben wir jetzt erstmal Munition schon mal gekauft für irgendeine Waffe, die ich noch überhaupt nicht habe. Dann kann man die aber erstmal getrost da reinlegen. Ja. Okay. Sorry für die Verspätung, alles gut, alles gut. Mach dir ja keinen Stress. Ich bin hier ganz souverän dabei, hier gibt's nichts, was mich irgendwie verängstigt. Aber ich würde halt voll gerne nicht hier durchgehen, weil hier ist einfach Wasser. Es war so klar. Ah, ist das so ein Aal oder was? Aber den kann ich doch bestimmt einfach erschießen. Geht es nicht? Wo ist der? Da. Geht nicht. Cool. Ich muss da auch wieder zurück. Fällt mir gerade auf. Oh, scheiße. Verschwinde, verschwinde! Okay. Faxe, herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, kann ich da nicht einfach durchlaufen? Weil er zieht mir jetzt gar nicht mal so extrem viel ab. Okay, es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ja, aber ich brauche halt dieses Rad da oben. Aber wenn ich auf dieser Tonne nicht sprinten kann, habe ich halt echt Pech.
Dann komme ich da nicht rüber. Und da hinten im Wasser ist tatsächlich eine Sammelkarte. Dieser scheiß Tintenfisch, wollte ich gerade sagen. Nee, ich komme da irgendwie nicht rüber. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Irgendwie komme ich da nicht rüber. Oder ich stelle mich einfach nur sehr blöd an. Ich glaube, das ist wirklich auch genau der Punkt. Lasst mich mal ganz kurz gucken, was aber auf der anderen Seite noch ist. Da muss es ja eigentlich zwei Seiten geben, dass wir nämlich zwei von diesen Rädern kriegen können. Ich habe mich verdrückt. Verklemmte Tür. Wir hatten Probleme mit den automatischen Türen, die sich verklemmt haben. Hinweis an das Personal, ich habe vor, die Stromkabel im Nebenraum zu koppeln, zu kappen, um eine vorübergehende Lösung zu finden. Die Drähte sind hoch. Die Drähte sind hoch, also versuchen Sie bitte nicht dort hinaufzuspringen. Oder ich muss noch aus einem anderen Stockwerk noch so ein Rad holen. Also da ist auf jeden Fall ein Rad drin. Und ich glaube, das kriege ich auch einfach so, wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Aber ich will einfach nur mal kurz gucken. Paddocks Museum Labor. Ne, ich kann den Fisch auch nicht erschießen. Ich habe es eben gerade mal versucht, aber die Kugeln machen dem nichts aus. Das ist einfach die Mission jetzt hier. Das sind drei verschiedene Stockwerke. Und alle drei verschiedenen Stockwerke, da ist eine Waffe, haben verschiedene Missionen. Die gelbe Schlüsselkarte, aber die will ich auf jeden Fall noch haben. Da ist das Büro. Weil da hinten ist ein Safe Room drin, plus dann aber auch noch. Okay. Plus aber auch noch neue Waffe. Oh Gott, das sieht fies aus. Was kannst du nicht das Glas zerstören? Nee, das geht nicht. Vielleicht rüber im Sprint. Ich kann das nochmal ausprobieren mit dem Sprint, aber es hat eben gerade nicht funktioniert. Weil diese Tonne eben einfach zu klein war, konnte ich da keinen Anlauf nehmen. Weißt du, wie ich das meine? Da war zu wenig Raum. Aber ey, das Spiel, das macht Bock. Das ist wirklich gut. Ja, ich hasse diese verwinkelten Dinger da, ey. Könnte hier und da vielleicht ein bisschen knackiger sein vom Gegnerschwierigkeitsgrad her. Nee, da bin ich dahergekommen? Nee. Und ich hoffe nicht, jetzt hier nochmal auf den Stalker zu treffen, weil der geht mir halt schon ein bisschen auf die Nerven. Uff. Was war das? Oh. Das hat sich aber angehört wie die Loposaurier eben. Ich sollte von der Knarre nicht allzu viel verschwenden. Ich nehme mal lieber wieder die hier. Ich musste mal ein bisschen Munition sparen. Nein, nichts gibt's, mein Freund. Ah, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Hui.
Dunkelheit bedeutet nie was Gutes. Nee, auf gar keinen Fall. Und ich habe auch nicht unbedingt das Gefühl, noch zu wissen, wo ich genau bin. Oder was ich jetzt hier genau tue. War das die Tür vom Anfang gewesen? Oh, sehr schön. Was ist mit den Türen aber hier? Da komme ich niemals im Leben durch, schätze ich aber. Ich dachte, da kommt vielleicht irgendwie so eine Anzeige mit Sammel so und so viele das und das und das und das, aber. Und da war nichts dabei. Ne, von hier bin ich gekommen. War das die Tür? Nee. Das war sie definitiv nicht. Das ist nämlich nur dieser komische verwinkelte Raum hier. Huch, die Tür war es, ne? Die da, ja, die war es, okay. Ich verstehe. Okay, und schon ist das Ding voll. War das auch gerade die falsche Munition, die ich mitgenommen habe? Nee, das war die richtige. Oder? Das ist doch die hierfür. Ja, doch. Gibt es keine Karte? Doch, doch, die gibt es auch, die Karte. Aber die Karte ist jetzt nicht unbedingt so krass hilfreich, obwohl es geht eigentlich. Hier bin ich. Ja. Ich glaube, das ist immer der Punkt, den ich irgendwie erledigen muss, quasi. Hier haben wir die Safe-Räume-Nummer eingegeben. Ich muss mich mal ein bisschen mehr mit der Karte befassen, glaube ich. Oh, Moment. Die Stromzufuhr, können Sie das Ding hier öffnen? Ja, okay. Ich habe eben irgendwas gehört. Irgendwas. Ja, auch oh nein, bitte nicht er. Ich wollte eben gerade sagen, es hat sich aber nicht wie ein Dinosaurier angehört. Jetzt kommt dieses Arschvieh da raus, ey. Na komm, weg hier. Ach, nee. Wenn der da rausgekommen ist, muss ich hier bestimmt rein. Dieses Vieh frisst auf jeden Fall am allermeisten Munition, ey. Oh. Guck mal, ich habe diesen komischen Homo erectus Rex als Karte. Speed 4, Power 9. Das heißt, wenn der mir einmal eine Schelle gibt, könnte das wirklich übel sein. Weil der hat mich bisher noch kein einziges Mal getroffen. Servus Olaf, schön, dass du am Start bist.
Herzlich willkommen. Was wollte ich jetzt gerade machen? Achso. Wir nehmen mal die Knarre hier. Er kann, ey, wirklich, Mann. Junge. Zwei Headshots, ein Delikt, oder was? Wenn das wirklich so ist, wäre das relativ praktisch zu wissen. Oh. Jetzt kann man das auch mal ganz kurz ausprobieren. Na, jetzt kommt er aber nicht, ne? Na, was soll's. Boah. Der Homo erectus rex, ey, das ist vielleicht ein Spacko. Mann, wie ich dieses Vieh einfach hasse. Das ist jetzt neu aufgegangen hier. Oh! Ist der schon wieder hinter mir? Alter. Jetzt wird's ein bisschen krass langsam hier. Was war das? Oh, hier wird Gift reingelassen, ne? Das raff ich ja jetzt gerade erst. Ich muss hier ganz schnell raus. Nee, ich bin vergiftet worden. Das Gift von dem zieht mir immer noch Energie ab. Moment. Wenn das jetzt nichts bringt. Nee. Dann sehr wahrscheinlich die Dinger hier. Ja, gegen Vergiftung. Ich hab so ein Ding noch in meiner Box liegen. Wir müssen zu dieser Box. Habe ich die Karte jetzt eigentlich hier? Nee, ne? Auch nicht. Dann sollten wir mal zurück zum Museum, denn da unten habe ich meine Box, wo ich das Gift auf jeden Fall erstmal heilen kann. Da. Okay, aber ihr merkt, es wird schon ein bisschen anspruchsvoller, das Ganze. Gefällt mir echt gut. Also ich muss sagen, den Stalker hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber der nervt nicht ganz so krass wie in manch anderen Spielen. Das geht eigentlich einigermaßen. Und die Saurier, dadurch, dass die auch so aus dem Nichts kommen und du wirklich ein engen Gang bist, da passt das auch schon von der Gefahr her.